Getötet Luise, wurde das Verbrechen länger geplant? Die Polizei kommentierte den Medienbericht von Kai Hartwig. Christoph G. Schoßmann: Im Falle von Luise soll das Verbrechen lange Zeit geplant sein. Ein Mädchen hat sich über kriminelle Konsequenzen erkennen. Die Polizei übernimmt eine Position. Angemessene Medienberichte waren am Donnerstagabend zirkuliert, ein der beiden mutmaßlichen Täter im Internet soll sich über das Thema der Bestrafung für Menschen unter 14 Jahren informiert haben. Ein Sprecher der Polizei, die Siegen den Berichten von Ippens erzählte. Media: Wir können das nicht bestätigen, sagte der Polizeisprecher. Blumen, Kerzen und ein farbenfroh gestrichenes und mit Luise beschriebener Stein sind vor Ort. Federico Gambarini, dpa, unter anderem hatten der Focus und der Köln City Anzeiger über eine angebliche Vorbereitung des Verbrechens berichtet. Die mögliche Strafe vor dem tödlichen Stichangriff auf Luise im Internet. Dies soll entsprechende Dokumente angeben, die die Ermittler während einer Suche nach dem 12-jährigen Old zu Absatz 19 des Strafgesetzbuchs und kann nicht strafrechtlich verfolgt werden. Nach dem Fokus war der Fund explosiv und schlug vor, dass der mutmaßliche Täter gehofft hatte, ohne Bestrafung davon zu kommen. Luise in Freudenberg getötet.